Herr Bonhoff, Weltmeister, und zwar jüngster Weltmeister 1974, Europameister, Vize-Europameister, viermal deutscher Meister, dreimal deutscher Vizemeister, UEFA-Cup-Sieger, DFB-Pokalsieger, spanischer Pokalsieger und noch ein paar Titel mehr oder zumindest Endspielteilnahmen und. Und heute Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen bei Talk am Dom. Dankeschön. Siebter 1974, 43. Minute. Ich konnte nicht anders, ich musste natürlich im Internet noch mal nachschauen. Und ich würde Ihnen gerne zitieren, den Originalkommentar von Rudi Michel aus der ARD. Unglaublich aufregend. Der sagt nämlich, Grabowski spielt auf, Bonhoff, Müller und 2-1. Mehr hat er nicht gesagt? Nee, mehr hat er nicht gesagt. Ich habe es ja nie gehört, das war ja das Problem. Ich war ja da unten und ich habe dieses WM-Endspiel, ich glaube, zu meinem 50. Geburtstag, also jetzt 5 Jahre her, nee, 12 Jahre her, geschenkt bekommen und habe das nie zwischendurch irgendwie gesehen. Und an dem Ding kann ich mich allerdings nicht erinnern. An den Kommentar von Rudi Michel. Ja, gucken Sie mal bei YouTube, also ja. Da ist genau so drin. Ja. Wie oft sind Sie nach dieser Vorlage für Gerd Müller gefragt worden? Seitdem, 40 Jahre ist es fast jetzt her. Also beim tausendsten Mal habe ich aufgehört zu zählen. Okay, gut. Wobei die wenigsten wissen, dass es fast nicht dazu gekommen wäre. Ich konstruiere mal so ein ganz kleines bisschen. Ihr Großvater war Niederländer. Lustig, ne? Ja. Sie haben in Emmerich gewohnt. Ja. Erzählen Sie mal. Ja, nein, es war so, damals, oder ist heute ja auch noch im Grenzbereich, wo die Liebe hinfällt. So, mein Urgroßvater, der hatte sich in eine Deutsche verliebt, ist dann aufgrund der Liebe von der holländischen Seite, also aus dem Limburger Bereich, ist er nach Emmerich gezogen, hat dort auch eine Arbeitsstelle gefunden. Und wie das so ist, zur damaligen Zeit stand also in den Papieren immer drin, beziehungsweise bei der Geburt des Kindes, die Kinder müssen die Nationalität des Ernährers annehmen. So, und das war in dem Fall der Großvater und so hat sich das vererbt bis zu Vaters Generation. Obwohl ich in Deutschland geboren bin, deutsch gedacht habe, hatte ich einen schwarzen Pass. Und dann kommt das Kuriose, da war ein Länderspiel, ich hatte mich dann in die deutsche Jugendnationalmannschaft reingespielt und es war ein Länderspiel in Holland, in Geleen, gegen Holland natürlich. Und ich war der einzige Deutsche mit dem holländischen Pass. 1969 war das? 69. Und das Ding ist natürlich aufgefallen, weil du bei so internationalen Vergleichen musst du die Pässe abgeben, also auch die nicht die Spielerpässe, sondern auch die normalen Reisepässe. Und dann, damals waren die, glaube ich, noch grün, die Deutschen. Und meiner war schwarz. Und dann haben die Trainer sich untereinander ausgetauscht, weil die das auch kannten, der holländische Trainer, die haben sich untereinander ausgetauscht. Ich durfte dann auf jeden Fall für Deutschland spielen in dem Spiel. Hab dann auch noch das 1-1 geschossen und wurde dann gebeten, doch möglichst schnell Deutscher zu werden. So, und das funktionierte eigentlich und ich bin irgendwann, ich glaube, den habe ich letzte Woche oder vor 2 Wochen, habe ich den nochmal in den Finger gehabt, den schwarzen Pass. Ich glaube, irgendwann am 26. März bin ich Deutscher geworden, 1970. 1970, genau. Danach haben Sie dann 231 Bundesligaspiele für Mönchengladbach gemacht, waren ein Jahr Trainer auch in Gladbach, sind da aber leider abgestiegen mit der Mannschaft. Sind seit 2009 Vizepräsident und sind als Vizepräsident zumindest ein Stück weit auch mitverantwortlich für die Borussia Mönchengladbach Stiftung. Was ist das? Ja, wenn man das so sieht, wir haben vor 5 Jahren, da hatten wir Vereinsjubiläum, 110 Jahre Borussia Mönchengladbach und wir suchten einen Anlass, irgendwas Besonderes wieder nach vorne zu treiben und wie Sie wissen, so in der Region ein großer Verein und ein Meilenstein für die Umgebung. Wir wurden sehr häufig angesprochen, eben auch Menschen in Not zu helfen. So, und das kannst du dann immer nur, wenn du von der GmbH Geld rüber in den e.V. und der kann dann wieder stiften. Und das war eigentlich zu kompliziert. So, dann hatte ich als leidenschaftlicher Golfer, hatte ich dann die Idee, wir machen ein Golfturnier, machen dann eine große Eröffnungsturnier, gucken, dass wir schöne Preise kriegen und dass wir vernünftig was einnehmen für die Stiftung.
So, das ist uns gelungen. Wir haben, man muss immer die Teilnehmerzahlen relativieren. Ich glaube, wir hatten damals 105 Teilnehmer und haben 84.000 generieren können für die Stiftung. Aber in den Stiftungssatzungen steht drin, dass wir das Geld, was wir einnehmen, eben für die Region wieder ausgeben. So, das heißt, wir wissen um unseren Stellenwert als Borussia Mönchengladbach in der Region und wir wissen auch, dass vor der Haustüre auch Not und Armut ist. Und so unterstützen wir halt verschiedene Dinge in Mönchengladbach. Wir hatten eine Grundschule als Beispiel. Da haben wir, die hatten ja einen Schulhof, der war jetzt nicht gerade kindergerecht. Und da haben wir da so einen Bolzplatz hingebaut, mit Kunstrasen neu eingezäunt, schöne Tore reingemacht. Da geht also richtig die Post ab jetzt und da ist ununterbrochen. Das ist auch immer auf, das heißt auch an Samstagen und Sonntagen sieht man da Familienväter mit ihren Kindern spielen. Wir haben unser erster Nationalspieler, Albert Brülls, nein, nicht der erste Nationalspieler, der als erster nach Italien ging, Albert Brülls, dessen Töchter, die betreuen Kinder in Mönchengladbach, die so ein bisschen den Anschluss an die Schule verlieren, weil sie aus einem sozial schwächeren Haushalt kommen. Und da sind wir also auf dieser Ebene, also verschiedene Strukturen, die wir betreuen, aber verschiedene Sachen, die aus unserer Sicht sich lohnen, dort eben auch zu investieren. Kindergärten, die neue Spielplätze brauchen oder wo wir Bücher spenden für Schulen oder sonst was. Ja. Seit 2010 engagieren Sie sich auch als Sportbotschafter. Ursprünglich hieß dieses Projekt Wir helfen Afrika. Heute ist es unter dem Namen Big Schuh bekannt. Bitte erzählen Sie uns doch, was sich dahinter verbirgt. Ja, wir haben ja hier so ein Exemplar. Genau. Also es gab also ich muss ein bisschen anfangen, 2006 bei der Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Da gab es eine Mannschaft Togo, die war in Wangen im Allgäu untergebracht. Und ein Mediziner wollte halt für Kinder in Togo was machen. Dr. Igor Wetzel hat das dann auch gemacht, hat auf seine Kosten eben drei Kinder in Wangen im Allgäu operiert. Nun muss man wissen, dass in Afrika die größte Kinderschwäche eben Hasenschachten sind oder Deformationen im Gesicht. Und der kennt sich da ein bisschen mit aus, hat dann später, nachdem das eben auch ein bisschen publik geworden ist, den karikativen Bambi dafür bekommen und wollte sich darauf jetzt nicht ausruhen. So, und dann kam er und ein Freund von mir, der Kieferchirurg ist in Mönchengladbach, die auch befreundet sind, so, die kamen dann auf mich zu, ob man sowas nicht machen könnte. Und dann haben wir halt so ein Ding im Kopf gehabt, wir haben gesagt, okay, wenn überhaupt, musst du ein Aushängeschild haben. Und wenn wir uns in Afrika 2010 engagieren wollen, dann müssen wir irgendwie eine Botschaft rüberbringen. So, dann haben wir hin und her überlegt und dann haben wir gesagt, komm, jetzt lass uns doch Fußballschuhe machen in den jeweiligen Teilnehmerfarben und lassen die dann unterschreiben von den Nationalmannschaften und versteigern die in Deutschland. Gemeinden konnten dann im baden-württembergischen Bereich konnten diese Gemeinden dann Aktionen starten und Geld generieren und dann kriegten die letztendlich diesen Schuh. Und ich war eigentlich der Mann im Hintergrund, der dann immer bei der FIFA ein bisschen dafür gesorgt hat, Jungs, bringt das Ding doch mal zu den Argentiniern, lasst das mal unterschreiben oder zu den Engländern, lasst das mal unterschreiben. So, und dann hatten wir dann später auch den Sepp Blatter im Boot. Und das Dumme war, dass wir eigentlich damit gerechnet haben, dass wir 32 Kinder operieren können, vor, während und nach der WM in Südafrika. Sagen Sie kurz, warum 32? Ja, wegen 32 Teilnehmer, 32 Schuh haben wir gedacht, pro Schuh, wenn wir da ein bisschen was pro Schuh generieren, dann können wir pro Schuh eben ein Kind operieren. Mhm. Der Dumme war nur, wir haben so viel Geld eingenommen, weil das so nach vorne gegangen ist. Die FIFA hat das dann irgendwann auf der Website gehabt. Jeder wusste plötzlich, worum es geht. Hey, was macht ihr da mit den dicken Schuhen und so. Und der Härtegrad war, als wir das dann bei der Auslosung 2009 vorgestellt haben in Kapstadt, das waren wir so im Hotel, und haben dann diese 32 Schuhe vorne vor dem Hotel aufgestellt auf so einem Mäuerchen
Und dann die ganzen Delegierten der FIFA, die dann ankamen, sagten, ich will mit meinem Schuh fotografiert werden, mit meinem Farbschuh, ne, mit meinem so. Ja, und dann hatten wir sie bei der Hammelbeine und letztendlich haben wir 277 Kinder operieren dürfen. Ich sage bewusst dürfen, weil das war der Hammerteil. Da gibt es auch auf der Website von Big Shoe eben Vorher-Nachher-Bilder. Das ist unglaublich. Und haben dann aber mit der Mandela-Stiftung eine Kooperation, sind wir eingegangen in dem Bewusstsein, dass die deutschen Ärzte den Kindern helfen können, dass aber eine Nachversorgung da sein muss. Und dank dieses medienträchtigen Zeitalters ist das ja ratzfatz gemacht. Also die Kinder gingen dann wieder zurück in ihre Dörfer. Die Mandela-Stiftung hat die betreut, einen Monat oder zwei Monate danach. Und wir kriegten die Bilder und so haben wir halt dann 277 Kinder, die heute, ich sage jetzt mal, wieder ein normales Leben führen können, was Essen und Trinken anbelangt. Seien Sie doch mal und so. Und jetzt kommt der Hammer, okay. Wenn Sie hier den brasilianischen Schuh sehen. Diese Geschichte hat natürlich so seine eigene Geschichte entwickelt mit Südafrika. Und der Benedikt hat davon erfahren, auf welchem Weg auch immer, ich weiß es nicht. Und wir haben dann eine Audienz bekommen beim Papst und haben ihm den Südafrika-Schuh inklusive der Unterschrift von Nelson Mandela überreicht. Die deutsche Nationalmannschaft hatte da drauf unterschrieben und noch etliche bekannte Größen aus der deutschen Politik und Wirtschaft und Sport. Und haben dann diesen Schuh hier segnen lassen vom Benedikt. Und das war unheimlich ergreifend. Also wenn Sie mich sehen, mittags um 12 Uhr nach der Audienz, ein Ramazzotti trinkend auf irgendeiner Piazza in Rom, da wissen Sie, wie mir das nahe gegangen ist. Also ich war also echt sehr beeindruckt. Also die Bild-Zeitung hat getitelt, sinngemäß wichtiger als der WM-Sieg, ja, hätten Sie gesagt. Ja, warum? Ja. Ich kann Ihnen das gar nicht so beschreiben. Also wenn Sie dem Heiligen Vater, wenn Sie dem die Hand geben, das war warm, durchdringend, aber trotzdem fest. So, und wenn wir jetzt von Mensch zu Mensch reden, ich weiß nicht, wie alt er damals war, aber auch um die 80 schon, das hat mich also sowas von aus den Stiefeln gehauen. Da war das WM-Spiel, war nichts dagegen. Ne? Man merkt ihn jetzt sogar noch, die Emotionen. Ja, weil wenn ich mich daran erinnere, auch wenn wir zu Hause mal so die Bildchen da durchblättern, dann muss man ja festhalten für die Nachwelt. Da kommt ja nicht jeder hin. Und ich hatte die Ehre, also das war schon sehr nahegehend. Sie haben dem Papst noch ein Trikot überreicht, ne? Mit der Oder Nummer haben wir einiges gemacht, ja. Wir haben ihm dann ein Trikot von Borussia Mönchengladbach überreicht, mit der Nummer 1 drauf und die Mannschaft hatte unterschrieben. Stand auch ein Name drauf. Ja, ja. Benedikt, natürlich. Geht ja nicht anders. Ja. Und da hat er sich auch riesig drüber gefreut und wir haben dann so ein bisschen erzählt, weil irgendjemand sagte mir vor der Audienz, versuch ihn in ein Gespräch zu binden, weil sein Privatsekretär, der Herr Genswein, der nimmt schon mal gerne weg und weg. Ne? So. Der Herr Kopp lacht. Ja, Entschuldigung. Und dann haben wir eigentlich über Fußball angefangen. Und der hat ein Gedächtnis gehabt, allerdings nur mit Bayern, weil er ja aus Regensburg ist. Also da konntest du ja einen Beckenbauer erinnern, Gerd Müller, Uli Hoeneß, Paul Breitner, Sepp Maier. Ich sage, genau mit denen habe ich, aber ich komme dann vom Niederrhein und mit dem. Und dann fingen wir an zu kakeln, also zu reden. Und er hatte so einen Spaß an dieser Unterhaltung. Und dann habe ich ihm, da wollen Sie ja drauf hinaus, dann habe ich ihm einen Brief überreicht und habe ihm gesagt, er möge den noch persönlich lesen und mir zukommen lassen, was er davon hält. Dann fragte er dann, was denn so da drin steht. Ja, sage ich, ich könnte mir vorstellen, dass Borussia Mönchengladbach mal gegen Vatikan spielt. Na? Und dann war das, wo ich dann gesagt habe, Mensch, da ist er wieder menschlich gewesen. Da guckt er mich an und sagt, meinen Sie, wir machen denn da ein Tor?
Und dann habe ich so nach oben geguckt und dann habe ich gesagt, das kriegen wir beide hin. Dann musste er so leicht, ja, verschwitzt grinsen. Ja, und dann war das auch vorbei, also eine Kiste dann weg. Ja, so war das, ich glaube, 2011 war das oder so. Jetzt sind Sie doch mal so nett und heben doch den Schuh mal bitte in die Kamera, Herr Bonhoff. Das werde ich mal gerne machen. Und dann sage ich nämlich dazu, und genau diesen Schuh, wirklich genau diesen, nicht einen ähnlichen, sondern exakt diesen, heben Sie mal, hatte Papst Benedikt vor kurzem in Händen, Papst Franziskus in Händen und jetzt Rainer Bonhoff. Ja. Das ist ein Original, der ist echt. Da gibt es auch eine Website, da kann man auch spenden. Okay. Haben Sie die hier drunter die Spendennummer eingeblendet? Nee, ne? Haben wir noch nicht. Big Shoe. Ja, Big Shoe. Wie ging es denn, nach der WM 2010 weiter? Sie haben gesagt, also 277 Kinder genau. Wurden operiert. So, wir haben dann dann kam ja die Europameisterschaft in Polen, Ukraine. Da waren die Herrschaften vor Ort nicht so ganz kooperativ. Aber da haben wir trotzdem operiert, in der Ukraine etliche Kinder. Ich habe jetzt die genaue Zahl, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Was die Anzahl anbelangt, haben wir dann doch Kinder operiert in der Ukraine. Aber wir hatten dann ja einen großen Verbündeten mit dem Sepp Blatter und haben ihn dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir das, was wir in Südafrika machen wollen, in Brasilien auch machen. Und da haben wir halt den Schuh segnen lassen vom Benedikt und dementsprechend hoffen wir natürlich, dass wir in Brasilien auch so erfolgreich sind, wie wir das in Südafrika waren. Es sieht nicht schlecht aus, aber Brasilien ist natürlich ein völlig anderes Land. Wir haben zwei OPs, eins ist, glaube ich, in Sao Paulo und eins ist in Rio. Und dieses in Rio-OP ist, glaube ich, von dem bekanntesten Schönheitschirurgen der Welt, IPA sowieso heißt er, ich weiß es nicht genau. Ja, jetzt erhoffen wir uns natürlich, dass wir ein bisschen Geld generieren und dass wir dann nicht unbedingt die Anzahl derer, die wir in Südafrika operiert haben, in Brasilien operieren können. Aber wir wünschen uns das natürlich. Möglichst vielen Kindern eben dort auch zu helfen. Sie haben eben Ihren Brief an den Papst angetippt. Ich sag mal, dazu können wir heute nichts sagen. Aber man darf durchaus sagen, man kann ja mal wirklich in Zukunft das beobachten und mal gucken, was draus wird. Jetzt ist Papst Benedikt nicht mehr der Papst, der den Brief von Ihnen bekommen hat, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal, irgendwann. Also es ist mir ein persönliches Anliegen, dass man das durchzieht, dieses Spiel. Weil ich in der damaligen Gedankenverfassung habe ich gedacht, die katholische Kirche muss sich ein bisschen weltlich öffnen. Sie sind selber katholisch? Ich bin selber Katholik, ja. Das war so mein persönlicher Eindruck. Und ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee, dass man, ich sag mal, auch vom Vatikan sich mal in einem anderen Land irgendwo präsentiert. Wie das auch immer dort aufgenommen wird, wissen Sie wahrscheinlich mehr als ich. Aber ich fand es eigentlich eine ordentliche Idee. Ob das jetzt zustande kommt, weiß ich nicht, aber man arbeitet dran, sagen wir mal so. Gut, das nehmen wir mal mit. Herr Bonhoff, wann haben Sie das letzte Mal die Fußballschuhe selbst angehabt? Vor 2 Wochen. Das heißt Borussia Mönchengladbach, Jahrhundertelf, glaube ich, offiziell, nee, oder? Nee, um Gottes Willen, die sind viel zu schnell. Ach so, okay. Nein, ich habe vor jetzt ungefähr 5 Jahren, da war ich mal in Bremen eingeladen und die haben so eine Altherrenmannschaft von alten Haudegen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, Mensch, warum machen wir das nicht vor jedem Heimspiel? Also so alle 2 Wochen mal so ein bisschen kicken, vormittags um Kunstrasenplatz, mal schön durchblasen. So dass du dann wirklich wieder so im Schweiße deines Angesichtes was getan hast. Und dann habe ich einen Freund angerufen und der ist Trainer in der Bezirksliga und die Jungs haben, jetzt nicht unterschrieben, aber die haben geschworen, wir machen einen Nicht-Angriffspakt. Das heißt, wir sind ältere Leute, unser Mittelstürmer ist der Herbert Lauben, vielleicht einigen noch bekannt aus den 70er Jahren, einer der besten Torschützen Borussia Mönchengladbachs. Der hat auch schon ein neues Schultereckgelenk, also der darf auch nicht so doll fallen. Also
haben wir gesagt, gut, dann lassen wir lieber 14-14 spielen, bevor da sich irgendeiner verletzt. Und das machen wir samstags morgens immer. Spielen von 11 bis Viertel nach 12, halb 1 und dann duschen, ab in den Clubanzug und dann auf die Tribüne. Und das geht eben nur bei Heimspielen, weil wenn ich dann noch nach Freiburg fahren muss oder nach Stuttgart, kann ich morgens nicht spielen. So. Also war das vor 2 Wochen und das ist immer ganz lustig. Wie gesagt, da sind, ich sag mal, auch genüssliche Biertrinker dabei, die können aber alle noch gut kicken. Keiner tut sich weh und das ist das Wichtige. Also wir haben bis dato, glaube ich, eine Verletzung, eine Zerrung, eine Wadenzerrung gehabt aus Überehrgeiz. Die ist auch noch bei mir passiert, weil ich ein Tor verhindern wollte und dann hat es Pitch gemacht. Dumm gelaufen, sag ich mal. Aber ansonsten ist nie was passiert. Letzter Impuls. Es gibt, wie ich finde, ein sehr schönes Zitat von Ihnen. Sie haben mal gesagt, ich bin immer gefunden worden, ich habe nie etwas gesucht. Ist das vielleicht auch so ein Grund, warum Sie sich für andere engagieren, damit die gefunden werden? Nee, ich habe das in einem Zusammenhang gesagt, da muss es einen Vorsatz geben. Also ich habe immer versucht, das Beste aus mir zu zeigen. Im Fußball, in der Arbeit, ich war ja später dann auch für eine Sportartikelfirma unterwegs, ich war unterwegs für den DFB, ich war für Chelsea Scouting, habe immer versucht, das Beste abzuliefern, was in mir steckt, auf jeder Ebene. Und da bin ich dann immer gefunden worden. So, und das, ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich sind da andere, die einen dann doch beobachten und dann sagen, ach guck mal, der gibt überall, wo der arbeitet, gibt er sein Bestes. Und dementsprechend war wahrscheinlich die Situation die, dass ich das Gefühl hatte, dass ich immer gefunden worden bin. Ich bin von dem Weißweiler gefunden worden, dann war ich bei Puma, da bin ich gefunden worden. Dann war ich beim DFB, weil ich guten Job gemacht hatte als Vereinstrainer. Schottland. Berti ja. Vogts, Co-Trainer. Ja, auch, ja. Nee, ich war kein Co-Trainer. Ich hatte die U21 und sollte dem Berti zuarbeiten. Das habe ich auch gerne gemacht. Das haben wir auch gut hingekriegt, weil er hat dann innerhalb von anderthalb Jahren so 3-4 Jungs von der U21 einbauen können. Nur später blieben bei ihm dann die Ergebnisse aus und dann, wie das so ist in der Medienlandschaft, kam dann eben der Druck von außen und dann die Herren oben hatten dann auch nicht so eine breite Schulter und dann hat man sich halt dummerweise von Berti Fuchs getrennt, weil ich glaube, er hat damals einen Riesenjob gemacht, er wollte das Ganze rumdrehen, wieder auf junge Leute arbeiten, was man ihm auch zugesagt hatte, aber wenn du dann keinen hast, der mal einen Schatten wirft und dich ein bisschen abpolsterst, dann hast du schon mal Probleme mit der Medienlandschaft und das war in dem Fall so. Ja. Herr Bonhoff, wir werden verfolgen, was es mit Big Shoe gibt. Ja. Hoffentlich gibt es viele Leute, die sagen, tolle Idee, sind wir mit dabei. Sie sind mit dabei mit einer Talk am Domtasse. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und gute Heimfahrt, Herr Bonhoff. Ich bedanke mich, dass ich hier darüber reden durfte. Und vielleicht komme ich wieder nach der WM und rede, was wir bewerkstelligt haben an der Copacabana. Wunderbar. Danke Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Elf Freunde müsst ihr sein, so heißt es im Fußball. Ich denke, Freundschaft ist auch über den Fußball hinaus sehr, sehr wichtig und eine ganz zentrale Quelle des Glücks. So sagen auf jeden Fall die Iren, die Zugehörigkeit. Ich möchte euch und Ihnen gerne ein Lied über die Freundschaft spielen, Circle of Friends. Und vielleicht habt ihr ja Lust, an einen ganz besonderen Menschen in eurem Leben zu denken. I will sing these words of faith. It's the friendship joy, their trust and hope makes me sheltered and makes me safe. All the paths I go, all the times which flow, lead me to the home. In the circle of their love and prayers,
there will be no more alone. Through all the paths I go, all the times which flow, lead me to the home in the sun. Their love and prayers, there will be no more alone. I might throw into his arms all my wounds and all my sorrows, my tears and all my hurts. All the paths I go, all the times which flow, lead me to the home in the sun. Their love and prayers, there will be no more alone in the sun.